Das HTC Velocity 4G ist das erste Smartphone hierzulande mit LTE. Diese Mobilfunktechnik war ja zunächst eigentlich dafür gedacht, in den ländlichen Gebieten als DSL-Ersatz zu dienen, wo also kein schnelles Internet per Kabel verfügbar war, sollte selbiges dann per Funk kommen. Jetzt geht es auch in die Großstädte und mit Düsseldorf und Köln haben Vodafone und T-Mobile auch die ersten Städte bereits angeblich flächendeckend ausgebaut. Weitere wie Hamburg, München oder Berlin sollen folgen und auch O2 ist schon kräftig angeblich dabei, LTE auszubauen. Von daher stellt LTE und damit das Velocity auch einen wirklichen Meilenstein in der Geschichte des Mobilfunks dar. Und deswegen habe ich mir das Gerät auch mal näher angesehen. Als erstes fällt auf, dass das HTC Velocity 4G mit 129 x 67 mm und einer Bauhöhe von 11,3 mm nicht größer oder dicker ausfällt als vergleichbare Smartphones ohne LTE. Auch das Gewicht von 163 Gramm stellt für solche Boliden keine Ausnahme dar. Damit sind Mobiltelefone mit extra großem Touchscreen gemeint. In diesem Fall bringt es die Mattscheibe auf eine Diagonale von 4,5 Zoll oder umgerechnet rund 115 mm. Die entscheidende technologische Neuerung des Velocity 4G ist aber natürlich LTE. Und damit sehr viel schnellere Datenübertragungen als derzeit mobil möglich. Genauer gesagt kommt LTE schon heute auf Geschwindigkeiten, von denen mancher DSL-Nutzer nur träumen kann. Hier im Vodafone Hauptquartier in Düsseldorf habe ich meist über 12 Megabit pro Sekunde im Download und mehr als 5 Megabit im Upload erzielt, teilweise sogar die maximal möglichen 50 Megabit pro Sekunde. Links daneben zum Vergleich ein Samsung Galaxy Nexus mit HSDPA, ebenfalls im Vodafone-Netz, das hier maximal 4,3 Megabit pro Sekunde im Download erzielte. Damit sind selbst größte Webseiten in Windeseile verfügbar. Die Webversion der Focus Online Homepage beispielsweise war in 5 Sekunden weitgehend aufgebaut und lesbar. Komplett geladen war sie nach 9 Sekunden. Zwei grundsätzliche Probleme hat LTE aber derzeit noch. Zum einen sind die ausgebauten Standorte noch regional stark begrenzt und beschränken sich primär auf ländliche Gebiete. Und zum zweiten können noch keine Telefonate über das LTE-Netz geführt werden. Hierfür muss das Velocity zunächst ins UMTS- oder GSM-Netz wechseln. Bis ein Anruf durchgestellt wird, können da gut und gern 20 Sekunden vergehen. Abgehende Gespräche sind in etwa 5 Sekunden aufgebaut. LTE steckt noch in den Kinderschuhen und leidet an etlichen Kinderkrankheiten. Aber das war ja bei jeder neuen Mobilfunktechnologie so. Da bildet LTE nun nicht wirklich eine Ausnahme. Außerdem sollte jeder bedenken, dass wir hier derzeit zumindest noch über regional sehr stark begrenzte Gebiete sprechen. Da muss jeder wirklich vorher genau überlegen, ob sich das für ihn tatsächlich auch lohnt. Auf der anderen Seite reden wir hier über eine Zielgruppe, die ohnehin schon 45 oder 90 Euro pro Monat für ihren Mobilfunkvertrag ausgibt. Denen kommt es dann auf 10 Euro mehr oder weniger wahrscheinlich auch nicht mehr an. Und eins muss ich wirklich zugeben, es ist wirklich wahnsinnig komfortabel, wenn man selbst größte Webseiten innerhalb von, sagen wir mal, 5 Sekunden auf dem Bildschirm hat. Das birgt absolutes Suchtpotenzial. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es für das HTC Velocity 4G etliche Abnehmer geben wird.